Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Mr. Prepper. Ich musste jetzt gerade selber erstmal gucken. Was heißt das denn? Whoopsie. Was soll das? Das Wasser wurde abgestellt. Ja, das wusste ich schon vorher. Ich weiß halt nur nicht warum. Steht jetzt aber auch nichts von drin. Das Problem ist, okay, einmal abholen können wir anscheinend noch. Das machen wir dann auch mal eben schnell. Und mehr werden wir dann wahrscheinlich nicht haben. Wir haben in der letzten Folge was zu essen gemacht. Essen wir jetzt eine Rübensuppe oder essen wir eine Karottensuppe? Die wiegt ein bisschen mehr, keine Ahnung, ob mich das interessieren soll, wie viel die wiegt. Naja, ist aber trotzdem nur halb. Moment, da haben wir jetzt noch Salz. Das könnten wir jetzt theoretisch hier rein tun, weil Salz ist ja jetzt eigentlich erstmal nichts Schlimmes, behaupte ich jetzt mal. Suppe. Schon wieder verdorbenes Essen. Oje, oje. Mich würde auch mal interessieren, warum das verdirbt und vor allen Dingen, was das war. Also der Salat scheint ja doch ein bisschen länger zu halten. Und sonst habe ich hier, glaube ich, auch nichts groß drin gehabt. Ich bin mir gerade nicht sicher. So, ich nehme mal. Oh, die bringen ja gar nichts. Nehmen wir direkt alles, dann haben wir wieder einen Platz mehr. Gut, das verdorbene Essen, ja, keine Ahnung. Ob wir das vielleicht mal als Dünger gebrauchen können oder so. Es ist verdorben. Bewahre Essen im Kühlschrank auf, um es länger haltbar zu machen. Ja, die sind vielleicht lustig. Das ist im Kühlschrank verdorben, ihr Schlauberger. Okay, ich wollte jetzt erstmal schnell testen, ob das jetzt heute mal funktioniert. Funktioniert immer noch nicht. Wegen dem Wasser, oder was? Das Wasser wurde abgestellt. Brauche ich Wasser, um zu graben? Mal eine ganz blöde Frage. Nicht, dass ich wüsste. Oder? Ah, Moment. Ah, da ich das jetzt. Okay, Moment. Kann man hier vielleicht probieren? Ach, hier macht das dann aber. Muss ich das jetzt in irgendeiner Weise verstehen? Ich muss es, glaube ich, nicht verstehen. Okay, dafür bräuchte ich dann allerdings noch mal eine Leiter. Dafür brauche ich wieder Metall. Tata, wenn ich wüsste, was auffällig ist. Der hat ja schon gemeckert, dass hier irgendwie zu wenig von den Bechern stehen. Eigentlich müsste ich einen Becher herstellen, ne? Wo haben wir denn welche? Hier ein kleiner grüner Becher. Stellen wir den mal her. So, machen wir zwei. So. Stellen wir den hier so offensichtlich ins Regal rein. Ich meine, ich bin alleinstehend, ja? Also, was will der jetzt hier von mir? Ich hoffe mal, dass ihm das jetzt nichts ausmacht, wenn ich da jetzt noch so eine Box rausnehme. Und ich sehe gerade, da ist Salz. Okay. Ist aber gut zu wissen. Was ist denn? Naja, gut, das ist alles Kochmaterial, ne? Andererseits, das hier oben brauchen wir wohl nicht. Das würde mir zwei Metall geben. Ich hoffe, dass das nicht so auffällt, wenn ich den jetzt hier wegnehme. So, dann zerlegen wir den erstmal. Und den. Und jetzt haben wir natürlich nur ein Problem. Den nehmen wir erstmal mit. Achso, ich habe die Leiter ja noch gar nicht gemacht, genau. So, den Wolfspelz, den nehmen wir mal hier hin, damit der hier nicht so im Weg ist. Und machen uns eine Leiter.
sich immer so an, als ob hier irgendwas kaputt gegangen ist oder so. Okay, Leiter erstmal rein. Das Problem ist jetzt, dass wir eigentlich auch Licht bräuchten. Also am wichtigsten ist es natürlich hier oben. Aber können wir da eigentlich auch rein ohne Licht? Ja, ne? Okay, dann schauen wir jetzt mal eben hier. Kann auch im Dunkeln arbeiten, ne? Super, guter Mann. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir die da hinlegen. So. Und dahin. Komme ich nicht mal raus, oder? Doch. Das geht noch, okay. Ist zwar jetzt alles im Dunkeln, ich kann jetzt hier noch nichts sehen, aber naja, gut. Wir brauchen auf jeden Fall ganz, ganz dringend Platz für einen Generator. Mal gucken. Ah, jetzt stellt er sich nicht mehr so an. Das ist schön. Dann haben wir hier oben nämlich auch ein bisschen Platz. Und dann bauen wir hier nochmal, weil hier soll eigentlich nämlich dann die Nahrung hinkommen. Das finde ich persönlich nämlich sehr wichtig. Also was wir auf jeden Fall zu wenig haben, ist definitiv Metall. Ich weiß nicht, ob wir Metall eventuell auch mal in der Mine finden können oder so. Das wäre natürlich geil. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich werde gleich umfallen. Ja, ja. Ich wollte dich auch für ein Nickerchen ins Bett schicken. Kein Thema. Lauf, lauf, lauf. So, leg dich hin. Alles kein Problem. Gute Nacht. Augen zu. Und schlaf in Ruhe. So, da haben wir Plastik, Stein, ist klar. Haben wir denn noch irgendetwas, was wir hier noch verkleinern können? Eigentlich nicht, ne? Wir haben aber auch nicht mehr so viel Wasser, fällt mir gerade auf. Okay. Ja, die haben nämlich auch kein Wasser mehr, das habe ich mir schon gedacht. Na komm, komm. Ach, die kann ich schon. Ach so. Okay. Da haben wir jetzt Möhren rausbekommen. Möhren und Wasser brauchen wir eigentlich. Das Problem ist, es ist zwar super, dann eine Möhrensuppe zu machen. Beziehungsweise Karottensuppe nennt sich das hier. Aber wir haben dadurch natürlich auch weniger Wasser. Ich hoffe inständig, dass morgen das Wasser wieder da ist. So, das tun wir mal eben in den Kühlschrank. Zack. Und genau, Karotten hatte ich da eigentlich drin. Nehmen wir nochmal Karottensamen mit, weil damit kommen wir eigentlich ganz gut zurecht. Bisher, also lange können wir es natürlich nicht mehr machen. Also, es ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich habe das Gefühl, links sind die immer ein bisschen schneller fertig, weil da mehr Licht drauf ist. Wie gesagt, das kann jetzt auch einfach nur eine Vermutung von mir sein. Ich würde gerne, bevor wir jetzt da hochgehen, mal eben schauen. Kraftstofffass, es gibt uns Metall. Lagere etwas Treibstoff, um deinen Generator in der Zukunft zu betreiben. Wenn wir das natürlich einmal auseinandernehmen... Ja, ja, ich weiß, wir gehen jetzt auch gleich schlafen. Wenn wir das natürlich einmal auseinandernehmen, könnten wir das selber herstellen. Das möchte ich nur mal eben gucken, bevor ich jetzt hier... Blauer Topf. Das interessiert mich übrigens auch. Ne, dafür brauche ich da Metall. Okay. Schrank, Holzkiste. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Okay. Das decken wir mal eben zu. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wann der Inspektor hier kommt. Ja, ja, du gehst jetzt schlafen. Kein Thema.
So, theoretisch dürften wir jetzt heute wieder Wasser haben. Zumindest hoffe ich das. Es wird noch nichts angezeigt. Oh, Essen, Essen. Aber hier wird auch nichts angezeigt, dass es abgestellt ist. Also ich denke mal, dass der einfach noch ein bisschen Zeit braucht. Das hätte ich natürlich anders machen können. So, okay. Was haben wir denn hier noch drin? Nee, da nicht. Da. Nein, Quatsch. Ah, was mache ich denn hier? Die Suppe. Thunfisch wollte ich eigentlich mal ausprobieren. Weil das kann ja eigentlich nicht so viel sein, was wir dann kriegen. Oh, ist aber doch schon recht gut, muss ich sagen. Gut, da müssen wir hier nochmal ein bisschen Wasser rauf tun. Ach so, ja, er kommt ja wieder nicht. Ach Gott. Da der Inspektor zum Glück erst morgen kommt, ist das okay. Gut, dann kommen wir mit runter. Machen wir hier ein bisschen Wasser drauf. Ist ja unsere wichtigste Quelle. Und natürlich können wir jetzt wieder ernten. Und wir haben wieder nichts mitgenommen hier. Ah, okay. Hier, das Wasser füllt sich schon mal langsam auf. Maissamen, Orangen, Salat. Ja, Salat. Uff. Wenn ich jetzt wüsste. Karotten, Gemüse. Da bräuchten wir jetzt. Ja, gut, Karotten. Haben wir jetzt keine mehr? Und da wird es jetzt natürlich. Hühnerbein. Haben wir natürlich auch nicht. Karotte und Zucker. Aber Karotten haben wir ja sowieso nicht. Also ist ja eh egal. Gegrillte Pute. Da brauche ich überall Huhn für. Rattenfleisch. Oh je. Ah, Moment. Wildfleisch, gebratenes Wildfleisch. Da schauen wir doch mal eben nach. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Da. Okay, gut. Dann tun wir jetzt da die Rüben rein und wir tun das rein. Und ich habe keine Ahnung, was wir jetzt unten anlegen. Ich denke mal Salat erstmal. Aufteilen bitte, ja. So, dann können wir das schon Wasser nehmen. Eigentlich ist es noch nicht so. Ja, ist noch nicht wirklich breit. Das muss, glaube ich, mehr oder weniger voll sein, ne? Okay. Dann legen wir da erstmal die Samen rein. Zack. Bisschen Wasser. Obwohl wir leider nicht mehr allzu viel haben. Ich meine, gut, wir haben hier unten noch ein bisschen Notfallwasser, sage ich mal. Aber wir werden jetzt erstmal eben schauen. Der ist natürlich auch schon wieder ein bisschen müde hier. Moment. Ich will ja nicht, dass irgendwo hinter meinem Rücken doch noch eine Inspektion kommt. Ich vertraue dieser Übersicht irgendwie nicht. Ich denke mal, dass wirklich nur dann eine sein wird. Okay. Ich wollte eigentlich wissen, wo Bobs Haus ist, aber naja, man sieht es anscheinend nicht auf der Karte. Weil da stand Bobs Haus hinzugefügt, aber beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal. Keine Ahnung, wann wir jetzt hier in der Mine drin waren. Okay. Der ist aber immer noch nicht da, ne? Der ist nicht wiedergekommen. Gut, dann schauen wir doch mal erstmal runter. Dann kommt der hier aus. Dann könnten wir theoretisch. Ach, jetzt sind schon wieder neue Fledermäuse da. Da oben ist noch Stein, aber anscheinend kommt der Stein nicht wieder. Das ist natürlich ganz schlecht. Die Karte könnten wir auf jeden Fall erstmal holen. Keine Ahnung, wofür wir die brauchen, aber so einen Baseballschläger sollten wir erstmal nehmen. Das können wir schon mal nehmen. 41. Nehmen. Okay, die greifen mich an. Das ist zwar sehr seltsam, weil es sind Fledermäuse. Ah, okay, 20 sind die Steine. Aber die greifen mich auf jeden Fall an. Dachte ich mir aber schon. Ich meine, gut, es ist auch seltsam, dass Wölfe einfach so angreifen sollen.
Das passiert ja in der Regel auch nur sehr, sehr selten bis gar nicht. So, das nehmen wir einmal. Oder auch nicht. Ach du Scheiße. Okay. Sag mir bitte, ich habe Rattenfleisch geholt. Hilfe. Sind da noch mehr? Oje, oje. Ich bin da mal weg, ne? Tschö. Okay. Was ist das denn hier? Achso, in guter Verfassung. Ja, ich bin ja auch doof. Da unten haben wir nochmal Stein. Und weiter runter können wir jetzt hier gerade nicht. Warum auch immer. Okay, dann würde ich sagen, dass wir hier auf jeden Fall das noch den Stein nehmen. Ah, das ist ein bisschen zu viel, was wir haben. Nein. Ah, schade. Irgendwas hätte ich da lassen müssen. Na gut. Ach, schade, schade, schade. Okay. Gut, dass ich den Baseballschläger noch wegen den Viechern da drin hatte. Schauen wir mal hier. Aber da ist ja sonst nichts. Da oben steht was drauf. Okay, aber... Okay, sonst haben wir hier nichts. Halt seine Minenkiste. Da müssten wir mal gucken, ob die eventuell sich auch wieder auffüllen. So, aber erstmal schnell nach Hause. Ja, wie gesagt, es ist immer so ein bisschen... ja, viel hin und her gelaufen, sage ich mal. Da muss man wieder 2, 3 Teile holen, die halt was größer sind. Dann hat man das gemacht. Dann muss man wieder was Neues holen. Und okay. Oh, ich werde schon wieder müde. Das ist gar nicht gut. So. Dann haben wir zumindest schon mal die Steine weg und das auch wieder weg. So, Zugangskarte zur Etage 1 in der Mine. Ja. Kann ich jetzt gerade aktuell noch nicht allzu viel mit anfangen, aber okay. Das decken wir mal eben zu. Von mir aus kannst du auch mal eben schnell ein Nickerchen machen, aber bitte nicht zu lange. Weil ich würde nämlich gerne, vor allen Dingen, wo soll ich denn da die Pilze finden in der Mine? Also bisher habe ich noch keine gefunden. So, das muss reichen. So, kann ich die eigentlich essen? Nee, ich kann die nur aufteilen. Okay, dann nehmen wir noch ein bisschen Thunfisch. So. Das ist zugedeckt, das ist sehr schön. Achso, Moment. Achso, das sind nur 3. Okay. So, 5. Und dann bin ich pleite. Aber gut. Wenn wir das nächste Mal wieder da sind, haben wir zumindest dann was, wovon wir Metall machen können. So. Dann geht's weiter. So, dann schauen wir mal. Also, da oben ist es klar. Da oben sind wir gewesen mit den Ratten. Ich verstehe mal noch nicht, wo wir hier Pilze finden sollen. Was ist denn hier mit? Da sind wir auch gewesen, ganz am Anfang. Aber da sind auch keine Pilze. Oje, oje. Das wird noch eine Herausforderung werden. Ich merke das schon. Komm, ich brauche den ersten Schlag. Los. So, das nehmen wir mit. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir die Pilze wahrscheinlich auch erst viel, viel später kriegen werden. Oder können wir da irgendwie... Aber da
kann man ja nichts anklicken und nichts. Nee. Also da, das ist nur irgendwie ein Loch auf jeden Fall. Kann man hier nicht die Lampen mitnehmen? Ich will die Lampen haben. Da unten war ich noch nicht. Gold! Oh mein Gott, damit kann ich zwar noch nichts anfangen, aber da muss ich hin. Kann ich hier? Nee, da kann ich zum Beispiel nicht weiter runter. Ich weiß nicht, wie schwer das Gold ist. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es so schwer ist. Aber erstmal nehmen, ne? Hallo? Ich möchte dich gerne anvisieren. Okay, das ist nur 3. Sehr schön. Gut, dann nehmen wir hier noch den Stein mit. Und hier dann auch direkt. Also für mich sieht das irgendwie seltsam aus manchmal, deswegen. Gut, wir können jetzt keinen einzigen Stein mehr mitnehmen. Ist jetzt auch schon ziemlich spät. Tja. Ich habe... Geh doch einfach mal da rein hier. Ich habe aber wirklich keine Ahnung. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir die Pilze irgendwie erst bekommen, wenn wir vielleicht mit dem gesprochen haben oder so. Ich weiß es nicht. Achso, Moment, da stockt der wieder. Da ist auch nichts, was man irgendwie... Nee. Nichts, was man irgendwie anklicken kann. Da könnten wir jetzt höchstens mal gucken. Level 1. Was macht der jetzt? Oh. Ah! Pilze! Sehr geil. Sehr, sehr geil. Bergbaumaschine aufladen. Ich brauche Treibstoff. Treibstoff hätte ich sogar. Befülle sie mit Treibstoff und sie wird für dich Bergbau betreiben. Komm nachher zurück, um das Gestein einzusammeln. Sehr geil. Da haben wir auch noch Stein und Eisenerz. Was zum Glück nicht ganz so schwer war. Ein Schild mit Steinen. Vielleicht kann ich ja gut Steine abbauen. Ja, das haben wir ja gerade schon festgestellt. Sehr, sehr, sehr geil. Da hinten kann ich dann nochmal weiter. Wir gehen jetzt aber erstmal hier hin. Oh, ich bin so aufgeregt gerade. Oh. Ich hoffe doch inständig, dass die Pilze nicht so viel Gewicht wegnehmen. So, da. Da. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts raus. Öffnen. Oh, sehr geil. Aber alles zu schwer. Gold müssen wir auf jeden Fall nehmen. Achso, 2x2 Gold. Okay. Dann nehmen wir nur das Messer. Den Rest können wir jetzt nicht mehr tragen. Schade, dass man keine Taschenlampe oder sowas machen kann. Oh, da muss ich dann wahrscheinlich nochmal kämpfen. Aufgrund der Tatsache, dass ich... Aber es ist schon sehr spät. Also ich glaube nicht, dass wir das heute machen sollten. Aufgrund der Tatsache, dass ich... Was wollte ich jetzt gesagt haben... Moment, hier komme ich nicht raus. Da komme ich weiter. Ah, okay. Aber, genau, zum Eingang muss ich erstmal wählen. So. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich jetzt sagen wollte. Ich bin hier gerade irgendwie total neben mir. Aufgrund der Tatsache auf jeden Fall, dass es schon so spät ist hier. Und wir auch so spät schon in Let's Play haben, würde ich sagen, machen wir auch nicht mehr allzu viel. Kann man das X so rausnehmen? Ja, das X, genau. Das Q meine ich. Oh, das ist so schön am Regnen. Ich habe immer noch nichts, womit ich das auffangen kann. Das kann ich gar nicht nehmen. Das ist so schwer, ne? Fuke. Oh Mann. Komm, dann geh mal erstmal schnell hier runter. Mach mal ein bisschen Platz. Ich würde sagen, fang erstmal mit dem Stein an.
Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was ist mit dem Gold? Es glitzert und kann für einen guten Preis verkauft werden. Ach, das können wir nicht zerlegen und nichts. Das ist ja geil. Also nicht, dass wir es nicht zerlegen können, aber... Oh, Moment. Das müssen wir schnell zudecken. Können wir das noch nehmen? Bevor wir dann hier gleich ohnmächtig werden. So, okay, perfekt. Dann gehen wir jetzt ganz schnell ins Bettchen. Ja. Darfst auch gerne schlafen. So, morgen gibt es eine Inspektion. Aber diese Inspektion werden wir heute nicht mehr ansehen, sondern die werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Da werden wir dann auch schauen, dass wir dann noch die restlichen Pilze einsammeln werden. Und wir werden auf jeden Fall, und ich hoffe, dass da nur noch Kanalratten rauskommen und nichts Böseres, Bösartigeres. Da werden wir dann auf jeden Fall schauen, dass wir die Karte noch kriegen. Und Treibstoff, genau. Ich muss mit Treibstoff mitkommen. Was natürlich ein bisschen blöd ist, weil ich einmal auf jeden Fall den Treibstoff noch auseinandernehmen muss. Das darf ich nicht vergessen. Das habe ich nämlich, glaube ich. Nee, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das noch nicht gemacht habe. Und nur so kann ich dann nämlich später einen neuen herstellen. Deswegen, ich würde sagen, ich habe sehr viel zu tun. Aber alles in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.